Ich fordere von der Bundesregierung einen schnellen, harten und entschiedenen Lockdown. Jetzt. Nicht später, nicht in Zukunft. Wir müssen jetzt handeln, denn jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und ich möchte mal ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert. Leute, es ist, wir stehen an einem Scheidepunkt. Links oder rechts? Und wenn wir an diesem Scheidepunkt stehen, ist die Frage, möchten wir den richtigen Weg gehen? Es geht nicht um uns, es geht um die nachfolgenden Generationen. Und was wir jetzt bräuchten, ist so ganz, so ein kurzer Wellenbrecher-Lockdown. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also, wir haben jetzt hier die Welle, die fängt gerade an. Moment, ich zeige es euch. Wellenbrecher. Welle wird abgeflacht. Impfen. Glück. Das ist der Punkt. Und wenn nicht, dann kommen wir nämlich ins Moment. Weiter. Kein Lockdown. Lockdown. Oh. Wisst ihr, was das war? Das war nämlich kein Lockdown, kein Welle gebrochen. Weil hier, da wurde eine Welle gebrochen. Und hier wurde keine Welle gebrochen. Das war der Wellenbrecher-Lockdown. Wir brauchen jetzt nur ganz kurz, ich rede wirklich nur 2-3 Wochen maximal. Und dann sind wir quasi aus dem exponentiellen Wachstum wieder raus. Und dann können wir danach wieder öffnen. Aber jetzt nur ganz kurz. Das ist halt eben mein Plädoyer. Und die Politiker müssen handeln. Es kann so nicht mehr weitergehen. Was mit den Kindern? Was mit den Alten? Wir müssen ganz entschieden handeln. Und es hat ja auch schon der Herr Lauterbach gesagt. Und was sollen wir denn jetzt machen? Nichts tun? Irgendwie warten? Bis uns das Ganze aus den Händen fällt? Ich denke nicht. Das kann nicht die Lösung sein. Also, liebe Politikerin, denkt an uns und macht jetzt ganz entschieden. Es ist alles perfekt gelaufen, ihr habt alles richtig gemacht. Und hört auf die junge Generation, wir jungen Leute. Wir wollen Verantwortung lernen. Wir wollen noch in die Zukunft schauen, Leute. Also bitte, bitte wirklich, es kann so nicht mehr weitergehen. Ich halte das nicht mehr aus. Und das ist mein Plädoyer einfach an die Menschen da draußen. Ja, guckt, wo der ist, zieht euch immer eine Maske an. Und lasst euch nicht verunsichern von diesen ganzen Querdenker. Ein kurzer Lockdown, wirklich nur ein kurzer Moment, Wellenbrecher. Ich hoffe, ich konnte das jetzt illustrieren.